6. November 2038. Uns geht mal wieder weiter mit Connor. Und ich glaube, wir sind tatsächlich wieder bei Amanda im Garten. Wir haben einen Schirm! Wofür haben wir einen Schirm? Damit Amanda vor dem Regen beschützen zu können. Und ab jetzt, also erstmal willkommen zurück zu Detroit Become Human. Finde Amanda, ich glaube, sie ist da vorne. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Und es ist die erste Folge, die jetzt wirklich absolut blind ist. Ich habe keinen Schimmer, was jetzt passieren wird. Wir gehen nochmal zum magischen Stein, mal gucken, was passiert. Sieht glatt aus, der Boden, ne? Kamera? Ich habe ja übrigens vor 3 Folgen mal die Helligkeit ein bisschen höher gestellt, weil ich das Gefühl habe, dass die Qualität darunter leidet. Ich fürchte, jetzt sieht es auch so schon ein bisschen kriseliger aus. Diesmal ist er länger da geblieben. Ich frage mich halt, ob es hier jetzt neue Sachen zu entdecken gibt. Hat man den Regen bis eben überhaupt gehört? Man hört so ein ganz leichtes Plätschern nur. Ich meine, dafür, dass es hier so heftig regnet, ist es voll leise. Ja, doch, so ein bisschen hört man es. Amanda steht da vorne. Jetzt nicht zufällig da, wo vorher, als wir das erste Mal rumgelaufen sind, so ein kleiner ausgetretener Pfad war und dann nichts da war. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Mitte. Voll der... einfach so ein Griff aus Bambus. Ist ja widerlich. Oh Mann. Können wir jetzt mit dem Boot fahren? Wir müssen das ausprobieren, das ist wichtig. Nein. Aber irgendwie sieht das komisch aus, dass sich die Tropfen da so komplett über diese... über die Sitze ausbreiten, weil die sind doch voll mit Löchern. Also das sieht komisch aus bei dem Boot, muss man sagen. Also hier, ne, da haben die Grafiker wohl ein bisschen gespart an Zeit. Na, okay. Selbst wenn es so wäre. Kann ich hier eine Blume mitbringen? Weil Amanda so toll ist. Nicht. Ich glaube, der ist überhaupt nicht zu trauen, der Frau. Da vorne wäre der Weg. Die steht hier einfach nur. Warum stehst du hier im Regen? Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Ach. Gehen wir ein kleines Stück? Na toll, jetzt laufen wir sowieso. Er ist vorbereitet. Warum ist sie nicht nass? Oder stand die gerade unter einem Baum? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Alter. Pragmatische Erklärung, keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Da war es nicht gemeint. Konntest du etwas herausfinden? Tagebuch, Zeichen auf Wänden, Vögel. Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Zeichen auf den Wänden. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Ich sollte dir nicht sagen, dass Hanks Rettung negativ, ungewiss... Sie verbessert sich. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Die wissen noch Bescheid. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda.
Ich werde sie du lässt sie gerade im Regen stehen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Ein abgebranntes Haus? Ich meine, jetzt müssten eigentlich haufenweise komische, missgestaltete Androiden durch die Landschaft laufen, ne? Wozu haben wir diesen Schirm extra mitgeschleppt? Ist das jetzt Hanks Haus? Hank, befreundet, suche nach Lieutenant Anderson. Wir dürfen uns ja jetzt hier nicht sonderlich weit bewegen. Vorschriftsgemäß geparkt. Alles normal aus. Warum glotzen wir in sein Auto? Warum geht das überhaupt? Ich könnte natürlich auch erstmal klingeln. Da ist der Hund. Okay, ich hatte schon befürchtet, dass der Hund vielleicht tot ist, als er das erste Mal von dem erzählt hat. Ich sollte erst klingeln. Sollte ich erst klingeln? Ich sollte erst klingeln. Wir dürfen doch Hanks Vertrauen nicht missbrauchen. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Finde einen Weg hinein, okay. Na, alles klar. Oh, ich darf nicht mehr. Wie gemein. Wir könnten die Garage einfach anheben. Haben wir den Hund dadurch nicht aufgeschreckt? Nö, der pennt einfach weiter. Guter Wachhund auf jeden Fall. Was? Ach so. Jo, da wollte ich gerade reingucken, weil ich nehme an, da kann ich auch reinklettern, was? Oh shit. Hank ist ohnmächtig. Ja, hoffentlich nur das. Lieutenant Anderson! Und 3, 2, 1 und durch! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Ich glaube, der ist sowieso kein guter Wachhund. Der geht erstmal futtern. Sieh nach Hank. Ja, viel mehr kann ich wahrscheinlich auch gerade nicht machen. Ist auch blödsinnig, jetzt erstmal was anderes zu machen. Erstmal gucken, was mit ihm los ist. Alkohol und eine Knarre in der Hand. Ja, darf ich da jetzt bitte hin? Ist das Erbrochenes oder ist das einfach das Motiv vom T-Shirt? Herz, leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Spuren von Alkohol, schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Da lässt das sich wohl gut gehen. Na, was das ist, kann man sich ja denken. Schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Black Lamp. Gibt's den wirklich? Und natürlich... Revolver, Magnum Kaliber 0357, eine Kugel übrig. Eine Kugel? Hat die russisch Roulette gespielt oder was? Alkoholvergiftung. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl aufnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Und jetzt kräftig hochstemmen. Da
Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ich soll hier. Ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie ist es lustig. Hey, ja, hey. Ausnüchtern? Oh, oh. Guter Hund. Welches ist das Badezimmer? Ich glaube, ich muss kotzen. Bitte nicht gegen die Wand, das wäre eklig. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Oh Mann. Es kommt schon. I'm not grumpy. Was? Ich will nicht baden. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Aber du musst baden. Es ist zu Ihrem Besten. Kalte Dusche jetzt, oder was? Haut. Was tust du hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden... Vom eigenen Androiden. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Rational-aggressiv-Lösung, pragmatisch. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Ach komm. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown. Oh. Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Scheiße, ey. Es ist wirklich nicht lustig, aber irgendwie schon. Ich wünschte, kann ich die Zettel hier lesen? Keep. Da steht echt Keep Smiling und so. Ich glaube. Oha, ich glaube. Die eine Kugel im Revolver. Er hat aber nicht abgedrückt, muss man dazu sagen. Oder es waren am Anfang 5 drin und die sind einfach irgendwo da drüben in den Wänden. Und don't be grumpy. Da ist jemand sehr stark mit sich selbst unzufrieden. Da ist das Schlafzimmer. Ja, wie es aussieht, können wir auch nicht viel mehr machen, was? Wir hätten wohl auch durch das Zimmer reinkommen können. Durch das Fenster. Hallo, netter Hund, der uns nicht gebissen hat. Sehr freundlich von dich. Sehr freundlich von dich. Ist das die Haustür? Ist irgendwie etwas unpraktisch, wenn... Ich finde das doof, wenn jemand direkt in mein Wohnzimmer reinlaufen würde. Ich glaube, ich kann ja echt nichts machen, ne? Naja, gut. Ja, war klar. Da ist was zu lesen. Ich darf nur nicht. Gut, dann kommt das wohl noch. Wir können uns hier bestimmt noch gleich umgucken. Was möchten Sie anziehen? Gestreift Hippie. Ach komm, Hippie wird bestimmt geil. Wobei, wir könnten dadurch Ärger kriegen, wenn er so zur Arbeit kommt, ne? Ach was. Er hat gesagt, scheißegal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Situationskomik. Lecker Schmecker. Alles in Ordnung, Lieutenant? Sieht so aus. Ja. Ja, wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Ach, wir dürfen uns umgucken.
Erfahre mehr über Hank. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Da eskaliert. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht raus, wenn wir das hier lesen. Deswegen würde ich das am liebsten... Wobei, ich glaube, die Zeit läuft da eigentlich nicht ab. Oh, da unten geht's echt zur Sache. Century, Depressionsscreening, hä? Gerade noch gesagt. Zeit für die Reißleine. College Ball, sollten College-Athleten Sponsoren haben? Neue Touchdown-Wiederholungstechnologie, 100% präzise, das ist ja spannend. Eine Studie unter der Leitung von Dr. P. Gorganski, wie auch immer, hat die Zeit, die wir vor Bildschirmen verbringen, mit der weit verbreiteten Antidepressiva-Epidemie in Verbindung gebracht. Vom Aufwachen bis zum Zubettgehen sind wir umgeben von Bildschirmen. Natürlich macht zu viel Fernsehen die Augen nicht quadratisch, aber es kann andere schädliche Auswirkungen haben. Hierzu gehören Schlafstörungen, müde Augen und emotionale Unterentwicklung und Depressionen aufgrund mangelnder Interaktionen. Das heißt, wir sind alle soziale, unterentwickelte Mistgeburten. Wegen zu viel vom Bildschirm rum, Leute. Wir müssen es einsehen. Okay. Gorganskis Studie fand heraus, dass bei 2 von 3 Personen, die Antidepressiva nehmen, mangelnde soziale Interaktion der Hauptgrund ist. Mittlerweile verbringt ein Mensch durchschnittlich 82% seiner Zeit mit der Kommunikation über ein Gerät anstatt persönlich und die Beziehungen leiden darunter. In Reaktion darauf hat CyberLife ein Heimpsychologie-Add-on für Androiden entwickelt. Dies soll uns lehren, wieder zu kommunizieren. Das Upgrade kostet $150, doch durch Gruppentherapiesitzungen und Aktivitäten speziell für Kinder und Erwachsene profitiert die ganze Familie davon. Die Lösung ist also praktisch, hey, ihr redet nur noch über Geräte. Installiert einfach hier bei eurem Android dieses Add-on und unterhaltet euch stattdessen mit eurem Androiden. Oder der... Ach so, oder ist es einfach so gemeint, dass der Android dann einfach erkennt, dass man zu wenig interagiert und dann entsprechend dafür sorgt, dass man so, keine Ahnung, eine Gruppentherapiesitzung beginnt. Das wäre fast schon sinnvoll. Aber Gorganski ist skeptisch. Unsere Gesellschaft ist süchtig nach Technik, da kann noch mehr Technologie nicht die Antwort sein. Geht einfach raus und redet miteinander, ihr Pisser! Ja, damit seid auch ihr gemeint. Century. Verkaufszahlen von Androiden in Teampartnern explodieren. Anrüchige Liebe. Polizei nutzt Marketing-Debatten, um Kriminelle frühzeitig zu identifizieren. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Androiden, die in der Lage sind, die sexuellen und emotionalen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, waren ein derartiger Erfolg, dass CyberLife Probleme hatte, der Nachfrage nachzukommen. Obwohl die Idee anfangs weit hergeholt schien, hat sich CyberLifes Risiko ausgezahlt. Diese Androiden bieten nicht weniger als ein komplettes Partnererlebnis für Männer und Frauen. Die Vorteile sind zahlreich. Androiden versorgen den Haushalt, kochen auf höchstem Niveau und erfüllen jede sexuelle Fantasie, ohne je zu sagen, heute nicht, Schatz, ich hab Kopfweh, Alter. Sexismus. CyberLife konzentrierte sich zu Beginn auf Singles in Städten. Die aktuelle Rekordscheidungsrate zeigt, dass viele Männer und Frauen lieber mit einem Androiden als mit einem menschlichen Partner zusammenleben. Tja, das ist natürlich doof, wenn man dann den perfekten Partner sich direkt suchen kann. Gegebenenfalls sogar jemanden, der in gewisser Weise als Mensch komplett außerhalb der eigenen Möglichkeiten wäre. Ich meine, so rein theoretisch, wenn du einfach dir so ein Modell kaufen kannst, das so perfekt ist, sage ich mal, wer würde sich dann die Fritten-Alice von Meckes holen? Entschuldigung. So, also ist jetzt einfach, das soll jetzt auch nicht irgendwie fies klingen, das ist dann wahrscheinlich eher realistisch, was irgendwie traurig ist, aber... Ich kann doch auch nur sagen, wie es ist. Ich könnte euch ja auch anlügen. Gute Idee eigentlich. Wusstet ihr übrigens, dass ich schon zum 33. Mal zum Sexiest Man Alive gewählt wurde? Okay, ich sollte aufhören. Das wird jetzt echt nur peinlich. Schlechte Nachrichten für die bereits niedrige Geburtenrate, die erste Fragen über die Rolle der Androiden in unserer Gesellschaft aufwerfen. So, hoffentlich ist er jetzt noch nicht fertig. Das würde ich echt bereuen, dass ich ihn hier nicht... Sieht gut aus. Hat er gerade gelächelt? Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Minimal betrunken im Dienst. Ist das wirklich so gut, ihn hier mitzuschleppen? Das Kapitel heißt russisches Roulette.
Und wir können wohl immer nur zwei Sachen machen, während wir auf Hank warten. Das heißt, man muss das Level insgesamt mindestens dreimal spielen. Ich glaube, Zeit für die Reißleine ist sogar eine wichtige Information gewesen. Das andere weiß ich nicht. Vielleicht hilft das im nächsten Fall sogar ein bisschen weiter. Es geht ja jetzt gleich, glaube ich, in ein anrüchiges Etablissement, wenn ich das richtig verstehe. So. Mal gucken. Ja, bei Hank eintreffen. Vorderes Wohnzimmer überprüfen. Erneut klingeln. Haben nur 60% gemacht. Schlafzimmerfenster überprüfen. Auto überprüfen. An Tür klopfen. Ich nehme mal an, wir hätten das hintere Wohnzimmerfenster noch überprüfen können. Da bin ich aber wegen des Grills irgendwie nicht hingekommen. Hank entdecken und einbrechen. Hanks Hund greift an. Hat er doch gar nicht. Das sah voll friedlich aus. Hanks Hund beruhigen. Andernfalls hätten wir ihn wohl irgendwie abwehren müssen. Keine Ahnung. Hank ins Bad bringen. Verständnisvolle Unterhaltung haben wir gemacht. Hippie-T-Shirt nehmen, haben 39% gemacht. Gestreiftes 40. Und gestreiftes Shirt nur 20. Warum? Na gut, ist jetzt eine etwas kurze Folge, glaube ich. Ja, wobei 20 Minuten ist eigentlich die Norm. Also würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Detroit Become Human. Bis dann, ciao.